Ja, wir wollen uns jetzt mit den Ableitungsregeln bzw. Differenziationsregeln beschäftigen. Die erste Regel wäre die Ableitung einer Konstanten. Also wenn wir eine Konstante ableiten, C' ist gleich 0. Anschaulich gesprochen ist das sonnenklar. Wie schaut eine konstante Funktion aus? Der hat also einen konstanten Funktionswert c und dementsprechend hat unser Radfahrer keine Steigung. Deshalb ist die Ableitung gleich 0. Zweite Gesetzmäßigkeit: Wenn wir eine Konstante mit einer Funktion verknüpfen, multiplikativ, und hier die Ableitung bilden, so wäre das einfach c mal f' von x. Also ein Beispiel da dazu vielleicht gleich, wenn wir 3x² ableiten, dann ist das dasselbe wie 3 mal x² abgeleitet. Das wäre 3 mal 2x, also 6x. Die dritte Regel wäre die Summen- bzw. Differenzregel. Also wenn wir die Addition von zwei Funktionen betrachten und die ableiten, dann ist die Ableitung der Summe dasselbe wie die Summe der Ableitungen. Analog dazu, die Differenz zweier Funktionen abgeleitet ist gleich die Differenz der beiden Ableitungen. Jetzt eine wichtige Regel, viertens, die unter dem Namen Produktregel bekannt ist. Wenn wir ein Produkt von zwei Funktionen ableiten, dann lautet diese Regel: Erst die Funktion abgeleitet mal zweite Funktion unverändert plus erste Funktion unverändert multipliziert mit der Ableitung der zweiten Funktion. Das wäre die Produktregel. Dementsprechend gibt es auch noch eine Quotientenregel. Wenn wir einen Quotienten als Zähler und Nenner betrachten und diesen Quotienten ableiten, wie kann man sich das merken, ohne dass man einen Vorzeichenfehler macht? Ich beginne da immer mit dem Nenner zum Quadrat im Nenner und im Zähler den Nenner wieder anschreiben. So, und im Zähler geht es jetzt so weiter, ähnlich wie bei der Produktregel. Also n von x mal z' von x minus n' von x mal z von x. Das wäre also die Quotientenregel. Die sechste Regel ist die sogenannte Kettenregel. Wenn man eine innere und eine äußere Funktion betrachtet
Also machen wir es am besten mit einem Beispiel. Wir hätten zum Beispiel als z gleich f von g von x hätten wir 1 plus x Quadrat zum Quadrat. Da wäre jetzt die innere Funktion g von x, die bildet das x ab auf y gleich g von x gleich 1 plus x Quadrat. Und die äußere Funktion f von y, die bildet das y ab auf f auf z gleich f von y gleich y Quadrat. Wenn wir hier jetzt die innere Funktion ableiten, also dy nach dx, so wäre das 2x. Und die äußere Funktion abgeleitet, dz nach dy, das wäre 2y. Und was besagt jetzt die Kretenregel? Die besagt, dass dz nach dx nichts anderes ist als dz nach dy, das wäre die sogenannte äußere Ableitung mal der inneren Ableitung dy nach dx. Also äußere, das wäre die innere Ableitung. Ja, wollen wir das jetzt einmal für dieses eine Beispiel hier tun? Dann hätten wir hier jetzt dz nach dy 2y, dy nach dx wäre 2x. Dann setzen wir fürs y wieder ein. Dann hätten wir 2 mal 1 plus x Quadrat mal 2x. Oder ausmultipliziert 4x plus 4x hoch 3. Jetzt zu demselben Ergebnis kommen wir, wenn wir zum Beispiel dieses z ausquadrieren. Weil wir könnten ja hergehen und das z ausquadrieren. Dann wäre das nach der binomischen Formel 1 plus 2x² plus x hoch 4. Und dann könnte man sofort das z' von x ausrechnen. Nicht 1 abgeleitet verschwindet, 2x² abgeleitet ist 4x und x hoch 4 abgeleitet wäre 4x hoch 3. Liefert also das gleiche Ergebnis. Diese Regel ist sehr bedeutend, also Kettenregel. Jetzt wollen wir zum Beispiel einmal die Produktregel beweisen. Die anderen Beweise erspare ich mir, aber die Produktregel wollen wir jetzt einmal sauber beweisen. Die anderen sind relativ einfach oder folgen dann auch aus der Produktregel. Also Beweis für Produktregel. Wenn wir die Ableitung des Produktes als Limes anschreiben, dann wäre das Limes Delta x gegen 0 von f von x plus Delta x mal g von x plus Delta x minus f von x mal
g von x durch Delta x. Jetzt subtrahiert man und addiert man einen Beitrag. Das ist jetzt, kann man sagen, ein kleiner Trick. Also den ersten Term schreiben wir wieder hin. Und jetzt subtrahieren wir f von x mal g von x plus Delta x. Jetzt schließen wir den Limes da ab. Und den Term, den wir jetzt vorhin abgezogen haben, addieren wir hier wieder. Und der Term, der noch fehlt, wäre minus f von x mal g von x durch Delta x. Also wir haben einen Term hinzugefügt und den gleichen wieder abgezogen. Jetzt können wir hergehen und beim ersten Limes können wir g von x plus Delta x herausheben. Und wir haben da f von x plus Delta x minus f von x durch Delta x. Und beim zweiten können wir f von x herausheben. Und bleibt da g von x plus Delta x minus g von x durch Delta x. Delta x gegen 0. Jetzt geht natürlich dieser Ausdruck da gegen g von x. Das f von x ist nicht mehr vom Delta x abhängig, das können wir dann quasi vor den Limes schreiben. Und was bleibt jetzt dann über? Hoppla. Also was bleibt jetzt? G von x mal Limes f von x plus Delta x minus f von x durch Delta x. Delta x gegen 0 plus f von x mal Limes g von x plus Delta x minus g von x durch Delta x bei Delta x gegen 0. Man sieht, der erste Limes ist das f' von x und der zweite Limes wäre das g' von x. Und damit wäre unsere Produktregel bewiesen. Bei den anderen Regeln kann man in analoger Weise vorgehen. Jetzt wollen wir zu diesen Ableitungsregeln ein paar Beispiele rechnen, damit man das auch ein wenig trainieren kann. Nehmen wir zum Beispiel her, wir hätten als Funktion 2x minus 1 mal x plus 4. Jetzt machen wir es auf die erste Art und Weise mit der Produktregel. Das wäre jetzt der erste Faktor abgeleitet, also 2x minus 1 abgeleitet wäre 2. Der zweite Faktor bleibt unverändert. Dann erster Faktor unverändert,
zweiter Faktor abgeleitet, x plus 4 abgeleitet gibt 1. Sollen wir das da ausmultiplizieren, dann haben wir 2x plus 8 plus 2x minus 1, gibt also 4x plus 7. Jetzt haben wir noch eine zweite Variante da. Versuchen, wir multiplizieren das vorm Ableiten aus. 2x mal x wäre 2x². Dann haben wir minus x plus 8x minus 4. Wäre also 2x² plus 7x minus 4. Wenn wir hier jetzt das f' von x bilden, 2x² abgeleitet wäre 4x. 7x abgeleitet wäre plus 7 und minus 4 fällt weg. Wir sehen also gleiches Ergebnis. Offensichtlich stimmt die Produktregel. Dann wollen wir als nächstes Beispiel uns anschauen, Beispiel 2. Nehmen wir mal als Funktion den Tangens x. Den Tangens können wir jetzt über die Quotientenregel ableiten. Der Tangens wäre definiert Sinus x durch Cosinus x. Also können wir die Quotientenregel verwenden. Machen wir das, dann hätten wir f' von x ist gleich. So, jetzt beginnen wir mit dem Nenner zum Quadrat, haben wir gesagt. Also den Nenner zum Quadrat schreiben wir hin, großes Quadrat. Den Nenner notieren wir wieder. Dann wird der Zähler abgeleitet. Der Zähler abgeleitet, Sinus abgeleitet gibt Cosinus. Minus. Jetzt wird der Nenner abgeleitet. Was ist Cosinus abgeleitet? Das war minus Sinus x. Und der Zähler bleibt unverändert. Was bleibt jetzt da übrig? Cosinus mal Cosinus x kann man in der Kurzform Cosinus Quadrat von x schreiben, minus mal minus gibt plus, also haben wir Sinus Quadrat x durch Cosinus Quadrat x. So, kurze Erinnerung an den Einheitskreis, wenn wir hier den Einheitskreis betrachten. Das wäre der Winkel x. Dann wissen wir, dieses Stück hier wäre der Sinus von x. Dieses Stück hier wäre der Cosinus x. Was besagt unser Freund Pythagoras hier? Das Cosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x ist 1 zum Quadrat bzw. 1. Schauen wir uns nochmal die Ableitung an. F' wäre also Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat durch Cosinus Quadrat. Also das können wir einmal vereinfachen zu 1 durch Cosinus Quadrat x. Das wäre die erste Ableitung für den Tangens. Man kann aber auch Folgendes tun. Man kann dieses f' auch so schreiben. Und wenn ich jetzt jeden Summanden durchdividiere, das darf ich tun, dann haben wir quasi 1 plus Sinus Quadrat durch Cosinus Quadrat gibt Tangens Quadrat.
Wir haben damit die Ableitungsregel für den Tangens bewiesen. Also Tangens x' ist entweder 1 plus Tangens Quadrat x bzw. äquivalent 1 durch Cosinus Quadrat x. Der Tangens ist überall auf R differenzierbar, mit Ausnahme der Polstellen. Und die Polstellen liegen gerade dort, wo der Cosinus von x eben 0 wird. Dann vielleicht noch ein Beispiel zur Kettenregel. Nehmen wir Beispiel 3. Nehmen wir mal her, z von x wäre e hoch a mal x. Da ist das jetzt quasi die innere Funktion da. Und die äußere Funktion wäre einfach das e hoch. Also was wäre jetzt dz nach dx? Zuerst die äußere Ableitung, e hoch abgeleitet ist e hoch a mal x. Und jetzt die innere Ableitung, was ist a mal x nach x abgeleitet, das wäre a. Also e hoch ax abgeleitet, braucht man auch relativ oft, wäre a mal e hoch ax. Ein weiteres Beispiel dazu wäre die allgemeine Potenzfunktion. Also wenn wir jetzt hätten, z von x ist a hoch x, wie könnten wir das jetzt auf e hoch zurückführen? Wir wissen, e hoch und ln sind Umkehrfunktionen, also wir könnten das jetzt so schreiben, e hoch ln a hoch x, oder anders ausgedrückt, e hoch x mal ln von a. Wir haben also genauso eine Struktur, wie wir im vorigen Beispiel gehabt haben, also das wäre jetzt das Beispiel 4 zum Beispiel. Ja, was wäre jetzt dann a hoch x abgeleitet? Das ist also das gleiche wie e hoch x mal ln a abgeleitet. Die äußere Ableitung e hoch bleibt unverändert. Und die innere Ableitung x mal ln a abgeleitet gibt ln a. Das e hoch x mal ln a ist aber nichts anderes wie das a hoch x mal ln a. Damit haben wir eine weitere Ableitungsregel. A hoch x ist abgeleitet a hoch x, aber mal ln von a. Insbesondere wenn jetzt a gleich der Eulerschen Zahl wäre, ln von e ist 1, dann haben wir also e hoch x abgeleitet ist e hoch.